Die Kanto-Region. Heimat vieler merkwürdig aussehender Tiere. Doch wir nennen sie Pokémon, um nicht als Verrückte dazustehen. Denn wenn ich herumerzähle, dass ich mit magischen Tieren zusammenlebe, die Eisstrahl und Erdbeben verursachen, stecken sie mich sofort in die Klapse. Doch nein, Mutter, ich bin nicht verrückt. Sie heißen Pokémon. Wieso gehst du nicht mit der Zeit? Jedes Jahr brechen Zehnjährige auf der ganzen Welt ihre Schule ab und laufen von zu Hause weg in der Hoffnung, professionelle Pokémon-Trainer zu werden. Heute ist es soweit. Unser Lieblingsheld aus Alabastia, Ash Ketchum, zieht los, um der Beste von allen zu werden. Hey, Mom. Bist du das, Billy? Mom, ich bin's. Ash Ketchum. Ich dachte, du kämpfst im Zweiten Weltkrieg. Heute ist mein Geburtstag. Ich bin jetzt 10 Jahre alt. Hast du etwa keine... Ach, weißt du was? Ich dachte mir, dass du mir nichts schenkst. Hör zu, Mom. Ich werde heute Pokémon-Trainer und ich werde dich verlassen. Du hast gesagt, du gehst aufs College. Mom, ich bin 10. Dein Bruder wäre jetzt 5, als er aufs College ging. Ich hab nicht mal ein... Mach's gut, Mom. Jimmy, bist du's? Opa! Er kommt gleich! Was? Nein! Ich dachte, wir hätten mehr Zeit! Nein! Er ist schon auf dem Weg! Bitte lass ihn uns nicht mitnehmen! Ich will nicht sein Starter-Pokémon sein! Ich hab gehört, er lässt Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon kämpfen! Diabolisch! Commander! Shiki! Bisasam! Versteckt euch sofort! Schnell, Gary! Macht das Licht aus! Oh nein! Wir haben Pikachu vergessen! Wo ist Pikachu? Ich glaube, er ist unter der Dusche! Hoffen wir, dass es dort bleibt! Psst, Opa, ich höre Schritte! Ich bin bereit, ein Pokémon-Trainer zu werden! Hallo? Wir sind nicht hier! Bisasam! Ah, sorry, wurde nervös! Ist irgendjemand hier? Scheint niemand hier zu sein. Willst du da nur stehen oder mir sagen, was zur Hölle du hier zu suchen hast? Boah, geil, du bist auf jeden Fall das Pokémon, das Professor Eich mir geben will. Entschuldige, was? Er muss gewusst haben, dass ich vorbeikommen würde. Hör zu, du bist eindeutig ein komischer Freak. Wieso drehst du dich nicht um und gehst, bevor ich die Polizei rufe? Was machst du da? Du kommst mit mir, Pikachu. Oh Gott, deine Achselhöhlen riechen wie die Politox aus. Er nimmt Pikachu mit. So ein Unmensch. Okay, das geht mir jetzt entschieden zu weit. Professor, dieser Wahnsinnige entführt mich. Bitte helfen Sie mir. Ash Ketchum, lass es sofort runter. Nur wenn Sie mir ein anderes Pokémon geben. Nein. Bitte nicht. Sorry, Sie haben bereits alle einen Trainer. Alle drei? Alle drei. Aber Gary und ich sind die Einzigen hier. Jetzt lass das Pikachu los, Ash! Okay. Guck mal, da ist ein Clown, der dein PC angreift. Wo? Oh, das ist nur der Hausmeister. Warte, wo ist der hin? Fuck! Hallo? Danke für Ihren Anruf bei der Polizei. Wollen Sie nach Ihrem Anruf an einer Umfrage teilnehmen? Ich habe keine Zeit für Frage-Antwort-Spielchen. Stell mich jetzt sofort zur Polizei durch! Das habe ich nicht verstanden. Drücken Sie die 1, um an einer Umfrage teilzunehmen. Nein, ich will keine Umfrage starten! Stell mich jetzt durch! Unterbrechen Sie mich nie wieder. Drücken Sie die 1. Drücken Sie die 1. Ich will nur ein gestohlenes Pikachu melden! Warte mal kurz, junger Mann! Warum hält die Polizei unter all diesen Leuten genau mich an? Wie geht's Ihnen heute, Officer? Mein Tag war grausam. Mein Mann hat sich umgebracht, mein Haus ist verbrannt und meine Kinder sind abgehauen. Was ist mit dir? Borgte mir mein erstes Pokémon. Bist du dir sicher, dass du es nicht, ich weiß nicht, gestohlen hast? Nein. Okay, du bist sauer. Mach weiter so. So ein netter Junge. Hey, ihr da, bleibt stehen! Ihr seht genauso aus wie die gesuchten Team Rocket-Mitglieder auf dem Poster da hinten. Nein, wir sind Touristen. Okay, ihr seid sauber. Macht weiter so. Mein Hund hat Schokolade aus dem Garten gefressen. Bitte helfen Sie ihm. Ich glaube, er stirbt. Das ist unnötig, Junge. Wir heilen hier nur Pokémon, okay? Wo ist der Unterschied? Es sind alles Tiere. Die Behandlung wäre die gleiche. Bitte, Sir, treten Sie mit Ihrem sterbenden Hund zur Seite. Hi, mein Pikachu ist ziemlich müde. Kann es sich hier irgendwo eine Zeit lang ausruhen? Es ist müde? Oh mein Gott, du kommst zur richtigen Zeit, Junge. Dieses Pikachu braucht auf der Stelle ein Bett. Chimera! Keine Sorge, wir passen gut auf Pikachu auf. Du hast mein Wort. Mein Hund stirbt hier gerade. Halt's Maul. Interessiert keinen. Ich hasse Hunde. Wir sind Katzen auch lieber. Zum letzten Mal. Ich will an keiner Umfrage teilnehmen. Jetzt stell mich endlich zum Officer durch. Okay.
Wir werden sie nun durchstellen. Danke! Doch zuerst sind Sie sicher, dass Sie an keiner Umfrage nach Ihrem Antrag teilnehmen wollen. Hab keine Angst, mein Kleiner. Gestatte uns, uns vorzustellen. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Kommt zum Punkt! Okay, wir sind hier, um dein Pikachu zu stehlen. Ich konnte gar nichts sagen! Oh, Pikachu ruht sich gerade aus. Es könnte noch ein paar Minuten dauern. Ich sagte doch, wir sind zu früh. Wir können doch mit dem Kind hier warten und es stehlen, wenn es rauskommt. Super Plan, James! Echt jetzt! Okay, wir werden hier mit dir warten. Setzt euch einfach hin. Schön! Ich mach die Scheißumfrage! Es ist schön zu hören, dass Sie sich nun doch richtig entschieden haben. Wir stellen Sie jetzt durch. Hallo? Ja, hallo. Ich will ein vermisstes Pikachu melden. Entschuldigung, was? Ein verdammter Knirps brach in mein Haus ein, stahl mein Pokémon und haute ab. Ein Knirps? Ja, sein Name ist Ash Ketchum. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber es ist sowas von illegal, Polizisten zu pranken. Was? Wenn Sie noch ein einziges Mal hier anrufen, gibt's Konsequenzen, kapisch? Was zur Hölle? Warum rufst du dich Officer Rocky an? Verdammt, Gary! Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Officer Rocky ist der schlechteste Cop in der Kanto-Region. Sie sucht schon seit 20 Jahren nach Team Rocket-Rüpeln und hat noch nicht einen einzigen festgenommen. Aber... Ich hab ne bessere Idee. Du schnappst die Glumanda, Bisasam und Shiggy. Und zusammen könnt ihr Pikachu retten. Du meinst, ich werde endlich ein Pokémon-Trainer? Ja, denke schon. Hol mir nur mein Pikachu zurück. Okay, Opa, ich gebe mein Bestes. Das reicht. Wir warten jetzt schon 6 Stunden auf Pikachu. Das waren erst 2 Minuten. Halt's Maul, Knirps. Wir wollen nicht mehr warten. Entweder du gibst uns Pikachu oder wir kommen morgen wieder. Kommt morgen wieder, denke ich? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Dann sehen wir uns morgen. Okay, bin zurück. Endlich. Ja, ja, jetzt bring mich zurück zum Professor oder ich rufe die Polizei an. Okay, auf zum Labor. Ich liebe diesen Job. Aha, hab ich dich. Ich weiß, du hast mein Fahrrad. Gib es zurück. Hör auf, das zu sagen, Misty. Ich kenne dich seit 6 Jahren und du bist noch nie Fahrrad gefahren, Alter. Aha, hab ich dich. Hä? Ich weiß, du hast mein Fahrrad. Gib es zurück. Was? Ich hab dein Fahrrad nicht gestohlen. Wovon redest du, du Verrückte? Ich weiß, dass du es hast! Und ich werde dich nicht davonkommen lassen! Hey, Knirps? Ich glaube nicht, dass das der Weg zum Professor ist. Wow, ist das ein Pokémon? Oh. Endlich werde ich mein erstes eigenes Pokémon fangen! Oh Gott, ein Pokémon-Trainer! Ich muss sofort zu meiner Familie! Ich hab's geschafft! Raupi gehört mir! Ja, das ist cool. Nun, jetzt wo du dein eigenes Pokémon hast, bring mich doch bitte zurück zu Professor Eich. Ich kann mir nicht vorstellen, mit dir in einem Bett zu schlafen. Okay, Gary. Hier sind deine Starter-Pokémon. Glumanda. Skid. Bisasam. Ich hasse mein Leben. Und Shiggy. Gary ist echt ein Scheißname. Was? Sag nichts. Jetzt nimm diese Starter und hol Pikachu zurück. Okay, dann mal los, Leute. Denkst du echt, du bist jetzt der Boss? Ja, sag nicht, dass du so einer bist! Ich sag dir was! Du sagst mir nicht, was ich mache! Ich gehe und befreie Pikachu, aber nur, weil ich es will! Ja. Wir sind endlich frei! Ja, wieso passiert eigentlich nur mir sowas? Ha, so ein Amateur! Folg mir ruhig, wenn du willst! Ich hole Pikachu so oder so zurück und brauche keinen von denen! Bertagna-Wald, du hattest nie vor, mich zu Professor Eichs Labor zurückzu... Psst, da ist etwas. Ich hab dich gesehen. Wacko! Du bist kein Vogel. Bin ich wohl? Nein, bist du nicht. Bin ich wohl? Ja, du bist kein Vogel. Du bist kein Vogel. Warum verfolgst du uns? Okay, ich weiß, dass du mein Fahrrad hast. Also, mach es doch für uns beide einfacher und gib mir einfach mein Fahrrad zurück. Ja, du mit deinem verdammten Fahrrad. Ich hab dein Fahrrad nicht. Wir gehen, Pikachu. Wir sollten schlafen, Pikachu. Morgen wird ein großer Tag. Gut, aber wir können nicht schlafen, wenn du nicht die Klappe hältst. Seit wann bist du... Ach, ich bin zu müde, um zu diskutieren. Ich werde jetzt schlafen. Und morgen gibst du mir besser mein Fahrrad zurück. Und was machst du hier? Hm? Ich wurde von dem Typ da entführt. Oh, wow.
das tut mir leid. Ich bin echt schlecht in sowas. Ja, das bist du. Gute Nacht. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Ich weiß nicht. Wieso versuchen wir ihn aufzuwecken? Sei nicht dumm, Mauzi. Wir wollen sein Pikachu stehlen. Ich meine ja nur, sein Pikachu liegt doch dort. Wir könnten es einfach nehmen und abhauen. Und deshalb mag dich einfach niemand, Mauzi. Sorry, aber das verwirrt mich alles so sehr. Könnt ihr mal die Fresse halten, damit ich schlafen kann? Oh shit, er ist wach. Schnell, sofort in Formation. Hey, Mauzi, du musst hier auf der Seite stehen. Oh, stimmt ja. Hoppy benutzt Drachenwut. Ist das dein Ernst? Ignoriere ihn und benutze Fadenschuss. Okay. Wow, er hat echt gewonnen. Denk bloß nicht, das wäre unser Ende. Wir versuchen es wieder. Morgen. Kacke. Wir stecken fest. Hoppy, du hast dich in den Safcon entwickelt. Was auch immer. Cool, was jetzt? Okay, ich will dich nur mal kurz dran erinnern, dass du mich zum Professor zurückbringen wolltest. Hey Leute, ich hab mich irgendwie verlaufen. Kann mir jemand den Weg zeigen? Ist das ein Tauboga? Oh. Warum? Ich hab doch nur nach dem Weg gefragt. Es müsste genug geschwächt sein. Fangen wir es. Ist das ein Hornliu? Oh nein! Nein, 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 nein! Renn so viel du willst, ich krieg dich! Wir sehen uns. Morgen. Mach den Scheiß aus! Hallo? Opa, du musst mir helfen! Das Schiege gerät völlig außer Kontrolle! Hey, was machst du da drüben? Bitte, Opa, hilf mir! Gary, was machst du da am Handy? Gar nichts, nein, ich bin nicht! Hallo? Gary, bist du das? Opa, wie kannst du es sagen? Schiege dreht völlig am Rad! Schau mich an! Schau mich an! Ich zerstör dich, wenn du das nochmal machst! Tu mir nichts! Ich bin der Trainer hier und du das Pokémon! Verstanden? Jetzt wechsel deine Hose! Hey Mann, du gehst mir besser aus dem Weg! Ha! Ich werde dir schon aus dem Weg gehen! Unter einer Bedingung! Was? Du musst mich in einem fairen Pokémon-Kampf schlagen! Na. Schön! Los, Sascha! Aber hol mich nicht voll, wenn du verlierst. Pikachu, du bist dran. Ne, weißt du was? Ich helfe dir nicht mehr, bis du mich zum Labor zurückgebracht hast. Okay. Los, Tauboga! Ha! Du kannst nicht mit toten Pokémon kämpfen! Oh ja, hab vergessen, dass wir es verprügelt haben. Dann mach du, Safcon. Safcon, benutzt Härtner! Wow, das ist echt ein hartes Safcon. Oh ja! Versuch's zu überbieten! Du wirst staunen! Safcon, benutzt Härtner! Verdammt! Das war ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ich muss mich mehr anstrengen, wenn ich gewinnen möchte. Safcon, benutze Härtner! Wow. Wir können Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Okay, Ash! Ich will nicht lügen! Am Anfang hielt ich es noch für einen Witz! Doch du bist immer noch nicht zurück! Deine Schule hat angerufen und, wie soll ich sagen? Sie meinten, wenn du weiter die Schule schwänzt, schmeißen sie dich einfach raus. Und mich werden sie verhaften, weil ich nicht sicherstellen konnte, dass mein Sohn zur Schule geht. Nun, hör auf, meine Anrufe zu ignorieren und geh zur Schule. Du willst doch deine Mutter nicht im Gefängnis sehen, oder? Na gut, ignoriere die letzte Frage. Safcon, benutzt Härtner. Das war ein echt krasser Härtner. Halt's Maul, du bist mein Feind. Ja. Hallo? Öffnen Sie sofort die Tür, Ashs Mutter. Uns wurde befohlen, Sie festzunehmen. Oh, okay. Eine Sekunde. Lady, öffnen Sie die Tür. Das war mehr als eine Sekunde. Ich habe mitgezählt. Oh, wie können Sie nur? Haben Sie kein Vertrauen in meine Sekunde? Das waren genau 5,5 Sekunden. Genau genommen waren es 6 Sekunden. Scheint, als hätten Sie keine Stoppuhr. Eine Stoppuhr? Genau. Ihr seid gefickt. Sorry, Jungs. Die Frau ist gut. Alles gut, Sir. Wir kriegen das hin. Okay, Lady. Wenn Sie nicht aufmachen, brechen wir durch. Ich spreche kein Deutsch. Ich meine, ich versteh's nicht. Wie kann sie kein Deutsch sprechen, wenn wir eine ganze Konversation hatten? Und zwar auf Deutsch! Die Frau ist gut.
Safkon benutzt Härtner. Ist das dein Ernst, Mann? Du musstest unbedingt mein Safkon klauen? Du konntest ja nicht seins nehmen. Nein, Ash Ketchum muss unbedingt sein Safkon verlieren. Heißt das, ich hab gewonnen? Okay, das war dumm. Rennt alle weg! Warte, was? Wartet, Jungs! Nun, ich weiß, es ist die falsche Zeit, das zu fragen, aber ich bin ein großer Fan deiner Show. Und, könnte ich vielleicht deinem Team beitreten? Naja, mit euch auf Abenteuerreise gehen. Wow, das war peinlich. Jungs, die Biber warten immer noch auf uns. Was sollen wir tun? Keine Sorge, Freunde. Ich lebe in diesem Wald. Solche Attacken sind voll normal. Die Biber werden in den nächsten Stunden abhauen. In den nächsten Stunden also. Okay, sorry, Safkon, aber wir müssen dich wohl morgen retten kommen. Warte, ich habe einen Geheimgang gefunden. Wir könnten unbemerkt Safkon retten. Wer hat ihn eingeladen? Also, ich hätte nichts dagegen, ihn den Biber zum Fraß vorzuwerfen. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Okay, dann gehen wir schlafen und retten Safkon morgen. Okay, gute Nacht dir alle. Wir sehen uns. Morgen. Wer war das? Oh, war nur ein Albtraum. Wow, das ist peinlich. Ich gehe jetzt Safkon retten, Leute. Ah, Mann, ich hab ins Bett gepisst! Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wieso hängen wir hier nur rum? Starr mich nicht so an, Mann! Mir ist so langweilig! Was macht dieses Safkon hier? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Starr mich nicht so an, Mann! Wer hat uns an diesen Baum befestigt? Was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Ich bin härter als jedes Safkon! Was ist der Sinn des Lebens? Ihr seid so nervig. Safkon, ich rette dich! Ja, gut gemacht, Ash. Ganz großes Kino. Er nimmt das Safkon mit! Schild, Leute. Holen wir uns das Safkon zurück! Es ist morgen, also gib uns dein Pikachu. Wir kommen wieder. Morgen. Nein, nein, Leute! Holt das Safkon! Wisst ihr noch? Ah, schön, ich hol's selber! Wovor rennst du weg? Die ganzen Biber. Sie jagten mich. Ich hab sie abgehängt. Ah! Mission beendet, Bitch! Wow. Ist der tot? Hast du dich schon wiederentwickelt? Ein Smetbo! Es kann fliegen! Ich kann fliegen? Dann kann ich endlich nach Hause. Haut rein, ihr Trottel! Komm zurück, Smetbo. Nein! Das war wirklich ein krasses Abenteuer, Team. Was kommt nun? Team? Guck mal, da ist ein Clown, der dein PC angreift. Wo? Ach, das ist nur mein Cousin Pablo. Warte, wo seid ihr? Kommen Sie schon, Ash-Mutter. Bitte, Sie müssen doch verstehen. Wir können erst zu unseren Familien zurück, wenn Sie diese Tür für uns öffnen. Schön, wenn ihr eure Familie nicht sehen könnt, bringt sie doch hierher. Denn ich werde nicht diese Tür öffnen. Wow, sie ist gut. Was geht denn hier bitte vor sich? Entschuldigung, ich muss hier durch. Bitte, du hast unseren Boss gedemütigt. Den Assistent vom Boss, den Junior-Assistent vom Boss, den noch jüngeren Junior-Assistent und den stellvertretenden Stellvertreter des Stell... Jetzt mach einfach die Tür auf! Warte, was? Sie war die ganze Zeit auf? Leute, die Tür war die ganze Zeit auf! Oh. Wow, beeindruckend. Hätte nicht gedacht, dass jemand einfach durch die Tür geht. Wollen Sie Tee? Oh, ich bin nicht wegen Tee hier. Oh, vielleicht Schokolade? Ich bin auch nicht wegen Schokolade hier. Dann Eiscreme! Ein Kaugummi? Käsekuchen? Dein Sohn hat eines meiner Pokémon gestohlen und jemand wird dafür bezahlen. Warte! Zwei Käsekuchen! Gut! Okay, Leute, ihr wisst, wie's läuft. Die Tür ist offen, also gehen wir rein, verprügeln sie und nehmen sie fest. Wir kriegen das hin. Also, los geht's! Okay, Planänderung. Denn es scheint, als wäre die Tür jetzt wirklich verschlossen.
Und er fragte, kann ich deinem Team beitreten? Ist der Typ noch zu fassen? Ash, wir wissen alle, was er gesagt hat. Wir waren mit dabei. Ich bin nur froh, dass wir raus aus diesem Wald sind. Können wir im nächsten Pokémon Center eine Pause machen, damit ich versuchen kann, abzuhauen, während ihr beiden Hooligans abgelenkt seid? Wie war das, Pikachu? Ich sagte, können wir eine Pause im Pokémon Center machen? Du hast doch was anderes gesagt. Nein, nein, ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Okay, dann gehen wir ins Poké-Center. Supi. Ruh dich aus, Pikachu. Wir warten da drüben auf dich. Entschuldige, hi. Ich heiße Pikachu und ich sagte den Idioten da drüben, dass ich eine Pause brauche. Verstehst du? Okay. Und das will ich eigentlich tun. Ich will die Cops anrufen und ihnen sagen, dass ich als Geisel in Mamoria City gehalten werde. Du bist verwirrt, oder? Ja. Vielleicht war das etwas zu schnell für dein kleines Hirn. Nimm das Telefon. Ruf die Cops an. Sag ihnen, dass ich eine Geisel bin. Zwei Telefone! Was? Nein! Ich sagte, ruf die Cops an! Auflegen! Was machst du da? Das ist nicht das, worum ich dich gerade gebeten habe! Telefon in der Toilette runterspülen! Wo kommt denn jetzt diese Toilette her? Den Boden putzen! Okay, das wird mir gerade wirklich zu blöd. Vielleicht fangen wir von vorne an. Lass Pikachu erschießen, weil es zu viel weiß! Wieso kommen wir nicht alle mal kurz runter? Alles gut, Pikachu? Diese Wahnsinnige will mich eiskalt umbringen! Wollte ich gar nicht! Warte kurz, bist du nicht dieselbe Frau wie aus dem anderen Pokémon Center? Was? Ja, du bist Schwester Joy! Wie bist du hierher gekommen? Er weiß alles! Schwestern, versammelt euch und haut ab! Konnte sie wenigstens Pikachu heilen? Wo sind wir, Shiggy? Ich mag diesen Ort nicht, er ist gruselig! Musst du wirklich verfickt nochmal die ganze Zeit reden? Sorry, aber wenn ich nicht rede, gibt es immer dieses peinliche Schweigen und das kann ich nicht... Ist mir scheißegal! Okay, wir werden einen alten Freund von mir treffen, also halt deine Fresse! Werden die uns wirklich helfen können? Ich weiß nicht, ist der Himmel blau? Eigentlich ist der Himmel nur eine Illusion, welche uns die Reflexion des Sonnenlichts vorspielt und dann... Du existierst auch nur, um mich zu verwirren, oder? Ja, tut mir leid. Ja, scheißegal, bleib einfach hier stehen! Ich hab echt keinen Bock, dass du mich vor meinem Freund blamierst! Ich bin überrascht, Shiggy. Du bist die letzte Person, die ich hier vermutet hätte. Oh, erspar mir diese leeren Worte! Komm schon raus! Wir müssen ganz kurz reden! Nun, was willst du hier? Du weißt doch bestimmt über das gestohlene Pikachu Bescheid. Natürlich, hast du vergessen, wer ich bin? Niemals. Lass mich raten, du sollst das Pikachu finden und du brauchst wieder mal meine Hilfe. Nicht ganz. Weißt du, Professor Eich hat seinen Enkelsohn damit beauftragt, Pikachu zurückzubringen. Doch ich hab andere Pläne. Du gehorchst also immer noch nicht. Sollte ich von deinen Plänen erfahren? Ich sag es dir, wenn die Zeit reif ist. Doch fürs Erste... brauche ich dich und deine Organisation mehr denn je. Natürlich. Gut, die Zeit wird kommen, in der die Pokémon sich aus der Sklaverei der Menschheit befreien werden. Dann gibt es Rache. Warte, ich bin doch auch ein Mensch. Nun, ich möchte kein schlechter Gast sein. Ich weiß die Käsekuchen wirklich zu schätzen. Aber wir sollten langsam darüber reden, wie ich mein Pikachu von deinem Sohn zurückbekomme. Wo ist mein Schläger? Warte kurz! Du willst doch, dass ich dir mehr Käsekuchen mache! Was hast du mit meinem Schläger gemacht? Oh, ich hab ihn in ein Säurefass geschmissen und zugesehen, wie er sich auflöst! Was? Wann hattest du die Zeit, das alles zu tun? Wir sind die ganze Zeit zusammen in diesem Raum gewesen! Ich weiß es nicht! Wow, sie ist gut! Ach, seid still! Nun, Pikachu, sieht so aus, als könntest du dich hier nicht mehr ausruhen. Weil, du weißt, die Schwestern Joy sind alle weg. Ja, Ash, wir haben alle die Schwester Joys fliehen sehen. Es heißt Schwestern Joy. Leute!
glaube ich jetzt nicht. Wer ist das? Ash, kennst du den Typ? Lebt ihr unter einem Stein? Habt ihr nicht die Internettheorien gelesen? Das hier soll mein lang verschollener Vater sein, oder? Leute, bleibt ruhig. Was? Wirklich? Nein, nein, nicht wirklich, ihr Idioten. Jeder weiß, dass Giovanni Ashs Vater ist. Ha, dachte irgendwie selber wäre sein Vater. Was? Na, der eine Typ aus Pokémon Chronicles Folge 8. Misty, Spoiler-Alarm. Scheiße, ich nehm's zurück. Ich halt das nicht mehr aus. Ich bin nicht sein Vater, okay? Ich wollte euch nur von der Pokémon-Arena der Stadt erzählen. Arena? Ja, die Stadt ist berühmt für unseren Arena-Leiter Rocco. Und du erzählst uns das wieso? Ich weiß nicht genau. Okay, gut, tschüss. Ash, ich weiß, was du denkst. Bitte geh nicht zur Arena. Lass uns Rocco in den Arsch treten! Okay, es ist an der Zeit, diesen legendären Rocco zu besiegen. Hey! Seid ihr endlich gekommen, um Rocco herauszufordern? Oh, das? Nein, das Haus gehört jemand anderem. Das hier ist Roccos Arena. Ist das ein Witz? Ganz ehrlich, ich glaube, du wirst verlieren. Aber hey, viel Spaß dabei. Schau mir zu, wie ich ihn zermalme. Ja, ich hab gewonnen. Warte, was? Wie? War ein Witz. Du hast ihn auch, oder? Es liegt nicht an mir. Hallo? Ist jemand hier? Ein Herausforderer. Es ist wirklich ein Herausforderer. Komm raus! Alle Mann auf Position! Ich bin Arenaleiter Rocco. Steinharte Verteidigung und Entschlossenheit sind mein Ding. Deshalb habe ich nur Gesteins-Pokémon. Willst du immer noch kämpfen? Zeig, was du kannst! War das alles wirklich nötig? Was? Wie lange hast du hier drin gewartet? Und wieso war das Licht aus? Hey, Kleiner, was soll das? Willst du jetzt einen Kampf oder nur Witze machen? Denn wenn du keinen Kampf willst, muss ich aufstehen und die Lichter wieder ausmachen. Ein Kampf? Ich will nur den Sieg. Ha, schon besser. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache! Ich mag deinen Kampfgeist wirklich sehr, Kleiner. Los, Sonic! Nach diesem Kampf wirst du die Arena verlassen. Das will ich hören. Dann werde ich all deine Pokémon freilassen und ihnen sagen, wie scheiße du bist. Was? Und dann werde ich allen von deiner tiefen Depression erzählen. Und wenn du denkst, es ist vorbei, rufe ich bei deiner Mom an und sage, sie ist jetzt meine Mom. Was zum Fick? Pikachu! Wähl nicht mich, wähl nicht mich, wähl nicht mich, wähl nicht mich! Ich wähle dich nicht. Na, warte, was? Ha, verarscht. Los, Pikachu! Nein! Ein Elektro-Pokémon? Weiß dieses Kind etwa nicht, dass Elektroattacken keine Wirkung auf meine Bohnen-Pokémon haben? Oh nein! Sag nicht, dass dieses Kind die geheime Ziel auf das Hohentechnik kennt! Pikachu, Donnerblitz! Ziel auf die Beine! Gott sei Dank, ich hab nicht mal Beine! Pikachu! Es hat funktioniert! Elektroattacken funktionieren bei Boden-Pokémon nicht, Kleiner. Was? Ja, schon klar, Alter. Wer weiß das denn nicht? Das gehört alles zu meinem Plan. Onix, benutzt Tackle! Onix! Das gehörte nicht zu meinem Plan! Und, wie lief es so? Verarschst du mich? Es war sowas von leid. Verloren. Das ist ganz offensichtlich eine Lüge. Das war zu erwarten. Doch was, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt zu gewinnen? Hörst du mir nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass ich gewonnen habe und das ist keine Lüge. Wieso erzählst du uns das? Weil ich diesen Typen abgrundtief hasse. Wow. Yep. Nun, wie genau besiegt man ihn? Also, ihr müsst einfach nur, zielt auf das Horn. Was? Okay, der Typ ist verrückt. Ich Warte, bin raus. Warte, Pikachu, wir sollten es versuchen. Ziel auf das Horn? Wirklich, Ash? Du glaubst, das funktioniert? Finden wir es heraus. Warum mache ich das? Da, oh nein, warte, komm noch nicht rein. Ich muss erst das Licht ausschalten und dann eine dramatische Rede halten und... Oh, du schon wieder. Ich werde dich noch einmal herausfordern. Außer ich verliere den Kampf, dann komme ich wieder. Bist du sicher? Ich habe dein Pikachu erst vor 5 Minuten besiegt. Ha, glaub mir, die Anime-Logik ist auf meiner Seite. Los, Pikachu!
Fürs Protokoll, ich habe dem nie zugestimmt. Wieder dein Pikachu? Bist du sicher, dass du kein anderes Pokémon nehmen möchtest? Scheiß drauf, ich will mit Pikachu kämpfen. Was? Und ich habe eine neue Technik für dich. Ash, ich sag es dir nochmal. Dieser Typ ist verrückt, es wird nicht klappen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Pflanzen-Pokémon dabei hast, Kleiner. Weißt du, Boden-Pokémon sind ein bisschen schwach gegen Typ Pflanzen. Pflanzen-Pokémon sind scheiße, ich will, dass Pikachu stirbt. Ich meine, dass Pikachu kämpft. Okay, wie du willst. Los, Onix! Okay, Pikachu, mach deinen Donnerblitz bereit! Du bist nicht zu meiner Beerdigung eingeladen, verstanden? Spiel auf das Horn, Pikachu! Pikachu! Ich hab echt verloren? Ich hab doch gesagt, dass es klappt! Ich muss anfangen, das komplette Universum in Frage zu stellen. Ach, okay, du hast wirklich fair gewonnen. Hier hast du deinen Felsorden. Felsorden? Willst du mich verarschen? Was? Ich will keinen Orden, ich will deinen Job! Nein! Bitte, das ist alles, was ich noch hab! Hallo, Rocco? Dad, du hast ihm die Ziel auf das Horntechnik verraten, oder? Warum hast du das gemacht? Hör zu, Sohn. Du solltest doch Astronaut werden und kein Arenaleiter. Verdammt, Dad! Hör auf, meine Zukunft bestimmen zu wollen! Oh, Rocco. Ich will immer noch deinen Job klauen. Okay, abgesehen davon, dass ich meinen Job gekündigt habe, um 2 10-jährigen Kindern auf ihren Abenteuern zu folgen, wo gehen wir überhaupt hin? Ja, viel Glück dabei, das rauszufinden. Ich habe sie das die letzten 3 Tage schon unendlich oft gefragt. Okay, ich sag's euch. Wisst ihr, es begann alles, als ich 9 war. Und? Was? Nein, das war's. Das macht uns kein Stück schlauer. So eine traurige Geschichte, Misty. Ich hatte keine Ahnung, was du als Kind durchmachen musstest. Boah, du hast mir das echt abgekauft? Ich hab's abgekauft. Und ich hab's im Juwelenladen gekauft. Und ich würde es wieder kaufen. Ja, du denkst, du kannst dich an sie gewöhnen. Doch glaub mir, das kannst du nicht. Hallo zusammen. Ihr wurdet eingeladen, um den Plan für meine Revolution zu besprechen. Giovanni. Schwester Joy Nummer 2000 und... Ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen warten, Gary! Ja, komm schon, Shiggy! Ich will nur hören, wie du dein Schicksal mit diesem Plan besiegelst! Draußen zu warten ist lahm! Das einzige Schicksal, was ich hier gleich besiegeln werde, ist deins und jetzt raus hier! Ja, gut! Gut, jetzt wo das Kind endlich weg ist, können wir übers Geschäft reden. Ihr seid sicher damit einverstanden, wenn wir die menschliche Rasse vernichten, um die Pokémon aus der Sklaverei zu befreien. Absolut. Ja, ich hasse Menschen so sehr. Ich schenkte meinem Kind ein Lamborghini. Und er wagt es mir zu sagen, dass er wie die anderen Kinder ein Honda Civic haben will? Oh. Ja, dumm, oder? Ich hasse Menschen so sehr. Ich auch. Ich bin sehr erfreut, dass ihr beide meiner Meinung seid. Doch bevor wir den ersten Schritt des Plans einleiten, muss ich euch dran erinnern, dass ihr auch Menschen seid. Das bedeutet, nachdem wir meinen Plan in die Tat umgesetzt haben, muss ich euch beide ebenfalls vernichten. Ich habe kein Problem damit. Ich hasse Menschen so sehr. Perfekt. Oh nein! Shiggy will die ganze Menschheit auslöschen! Ich muss Opa anrufen! Er geht nicht dran! Ich schätze, mir bleibt jetzt nur noch eins zu tun! Ich muss Ash und Pikachu auf eigene Faust finden!
Wow, so ein Idiot. Wenn er sich umdreht und die Kamera sehen sollte, weiß er, dass wir alles mitgehört haben. In 5 Minuten hat der kleine Vollidiot sowieso alles vergessen. Sollen wir ihn schnappen? Nein, lasst ihn gehen. Lasst uns mit ihm spielen. Erklär mir das mal kurz. Du willst weder Ohren sammeln, noch willst du die Top 4 herausfordern. Aber du willst wirklich jedes einzelne Pokémon fangen. Und trotzdem tust du nichts dafür? Ganz genau. Nun, hast du überhaupt einen Grund hier zu sein oder haben wir überhaupt kein Ziel? Na klar haben wir ein Ziel. Wir gehen zum Fahrradladen in Azuria City, damit er mir endlich ein neues Fahrrad kaufen kann. Aus deinem Mund kommt auch nur Scheiße. Bitte helft mir! Niemand wird dir helfen. Es ist verboten, Gerüchte über unsere Höhle zu verbreiten. Dafür wirst du büßen. Hey Leute, was geht bei euch? Lass ihn gehen! Nein, ihr versteht das falsch. Dieser Typ terrorisiert unser Zuhause. Warte mal, was sind das für Pokémon? Dexter? Zubat, das einfallslose Design einer Fledermaus. Ich liebe diesen Scheißkerl. Okay, Zeit, die Zuber zu beseitigen. Hast du nicht gehört? Wir sind hier nicht die Bösen. Das ist die perfekte Gelegenheit, ein neues Pokémon zu fangen, Ash. Du weißt schon, schnapp sie dir alle und so. Pikachu, Donnerblitz! Warum machst du es nicht selbst? Diese Typen sind schräg. Hauen wir ab. Okay. Ein Glück! Vielen Dank für eure Hilfe, Leute. Wieso haben die dich angegriffen? Das sind Hater. Ich heiße Seymour und ich bin ein aufstrebender Pokémon-Forscher. Vor ein paar Monaten sah ich Stücke von Mond aus dem Himmel in diese Höhle da fallen. Diese Entdeckung lockte viele Touristen hierher und sie sind neidisch, weil ich den Mond entdeckt habe. Und sie nicht. Ah, die Erklärung macht natürlich absolut Sinn. Die Pokémon in der Höhle sind neidisch auf dich, weil du ein Stück des Mondes aus dem Himmel fallen sahst. Ich hoffe, du weißt, dass das erstens nicht möglich ist und zweitens, wenn ein Stück des Mondes vom Himmel fällt, ist der gesamte Planet davon betroffen, wenn nicht sogar zerstört. Und wir wären alle ausgestorben. Nennst du mich einen Lügner? Alter, Rocco, wir kennen den Typen eine Minute und du nennst ihn einen Lügner? Nicht cool, Rocco. Nicht cool. Das ist so dämlich. Dieses Mondstück ist genau in dem Zuhause der Pipi gelandet und verteilt jetzt seine radioaktive Strahlung. Diese armen Pipi. Wow. Wir sollten irgendetwas dagegen tun, oder? Ja, ich habe schon versucht, die Mondstücke aus der Höhle zu räumen, um dem Pipi zu helfen, doch die Zubats sind im Weg. Diese Hater! Keine Sorge, Seymour, wir helfen dir, an ihnen vorbeizukommen. Echt jetzt? Klar, wir machen das. Mom! Der böse Forscher ist zurück! Was? Erneut? Ja, und diesmal hat er eine Gruppe aus 3 Pokémon-Trainern dabei, die ihm helfen, die Zäunchen zu stehlen. Was wird denn nun geschehen? Ich habe Angst. Verdammt, was stimmt mit diesem Forscher nicht? Er erzählt wirklich jedem, dass unser Säulenstein vom Mond stammt. Und die Menschen sind so naiv und glauben es. Wissen sie denn nicht, dass wenn Mondstücke auf die Erde fallen würden, wir alle sofort tot wären? Wenn sie den Säulenstein stehlen, wird die gesamte Höhle einstürzen und wir wären obdachlos. Aber die Zubat beschützen uns, oder? Ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. Seht ihr das? Jemand hat hier Lichter aufgehangen. Doch die Pokémon hier brauchen Dunkelheit. Dann haben dich die Zubats von vorhin vielleicht deshalb angegriffen, stimmt's? Hä? Oh, ja, klar. Also willst du, dass wir die Lichter abhängen, oder Seymour? Was? Nein! Bist du dumm? Wir brauchen das Licht, um etwas zu sehen. Oh Mann, stimmt ja. Ich kann nicht glauben, dass ich so dumm bin. Wir können echt froh sein, dass du über alles nachdenkst, oder Seymour? Ja, darum bin ich hier. Ich bin der Auserwählte, der diese armen Pokémon vor Angreifern in der Höhle schützen wird. Die Pokémon hier lieben mich. Scheiße, das ist Seymour! Rett alle weg! Ja, die lieben dich. Doch wer greift eine Höhle an? Niemand greift die Höhle an, du dumme Sau. Die wollen den Mondstein stehlen, der hier liegt. Meinst du diesen Stein, der das Zuhause der Pipi bedroht? Genau. Darum brauche ich euch, um den Stein ein für alle Mal zu zerstören. Hey Leute,
Ich glaube, ich habe da drüben einen Pipi entdeckt. Oh, Scheiße! Es wird uns zum Mondschein führen. Alle Mann hinterher! Ein Mondstein, hm? Wir könnten diesen Knirps den Stein klauen und ihm Giovanni geben! Gute Idee, Mauzi. Diesmal solltet ihr euren Text besser nicht vergessen. Keine Sorge! Ich hab ihn gestern den ganzen Tag geübt! Ich mach das mit links! Okay, los geht's. Es klettert die Leiter hoch! Dort oben muss der Mondstein sein! Worauf warten wir? Los geht's! Warte, welcher Tag ist heute? Montag! Scheiße, morgen ist schon heute? Ganz richtig. Was? Was geht denn jetzt ab? Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Sollen wir sie ignorieren oder einfach weitergehen? Lass sie ruhig. Das ist das Einzige, was sie gut können. Jesse. James. James? Verdammt nochmal, Mauzi! Sorry, ich hab meinen Text vergessen! Miauts, genau. Das ist alles, was du zu sagen hast. Sorry, James! Team Rocket! Ihr bezahlt jetzt für diese Lichter in der Höhle! Auch wenn sie uns eine Hilfe in der Dunkelheit waren, aber das ist egal! Ihr werdet bezahlen! Was? Nein, wir waren das nicht. Das war der Typ da drüben. Was? Nein, natürlich war ich das nicht! Das alles ist egal! Wir hörten von einem Mondstein in dieser Höhle! Also rückt ihn besser gleich raus. Verpisst euch, er gehört mir! Du gibst uns besser den Mondstein, bevor wir sauer werden. Ach, was für Vollidioten. Warte, Pikachu, was machst du? Wow, das war leichter als ich dachte! Glaub nicht, dass es das war. Wir sehen uns morgen. Welcher Weg war nochmal der richtige? Der da? Oh, stimmt. Danke. Wieso hast du ihn den Mondstein gegeben, Pikachu? Das war nicht der Mondstein, Ash. Wie du gesehen hast, war das ein einfacher Kieselstein vom Boden. Oh. Wir sollten weitergehen. Die Pipi brauchen unsere Hilfe. Ihr kommt hier nicht vorbei! Sie sollten die Hölle beschützen. Hab keine Zubat gesehen. Und ihr? Nein. Hab gerade eins gefangen. Hey Simo, ist das der Mondstein, von dem du gesprochen hast? Das ist kein Mondstein. Das ist die Säule, die gesamte Höhle hier stützt. Hör nicht auf sie, Ash. Die Strahlung muss ihre Hirne weich gekocht haben. Der Typ ist ein scheiß Lügner. Wieso hört ihr auf das, was er sagt? Nun lass uns den Mondstein zerstören gehen, Ash. Bin direkt hinter dir. Denkt ihr, wir lassen euch einfach hier durchmarschieren? Ich sag euch mal was. Euer Zuhause wird vielleicht wegen dieser drei Idioten hier zerstört. Doch ich bete für euch. Bitte, wir haben nur diese Höhle. Mann, ich glaube, du hast recht, Simo. Ich kann die Radioaktivität des Steins quasi riechen. Wir sollten eins deiner Pokémon benutzen, Ash. Gute Idee. Schon wieder? Ja, wir brauchen deine Hilfe, um diesen Mondstein zu zerstören. Hör nicht auf ihn! Wenn du die Säule zerstörst, wird die gesamte Höhle über uns einstürzen! Komm schon, Smetbo! Benutz diesen einen Fadenschuss! Du willst, dass ich einen Stein zerstöre? Mit einem Fadenschuss? Ja? Warum sagst du das nicht gleich? Ich mach es! Ich
bitte dich, lass den Stein in Ruhe! Was? Sie sagte danke, dass du den Mondstein zerstörst! Oh, kein Problem, Pixie! Womit haben wir diese Hölle verdient? Gut, ich glaube, wir haben den Pipi echt geholfen. Vielen Dank für deine Hilfe, Ash Ketchum. Sehr gerne, Seymour. Willst du mit uns kommen? Willst du mich verarschen? Nett, dass du fragst, doch ich stehe nicht so auf Obdachlosenabenteuer. Ich muss mich noch viel weiterentwickeln, um der beste Forscher der Welt zu werden. Okay, viel Glück dabei. Langweiler! Und das ist die Welt der Pokémon, in der sich 10-jährige Kinder auf eine gefährliche Weltreise machen, ohne sichere Unterkunft und Schutz vor der Außenwelt, in welcher, wie wir alle wissen, monströse Kreaturen leben, die ohne Probleme die Herrschaft über das gesamte Universum erlangen könnten. Du schweifst ab. Was? Ich schweife ab? Ja. Tut mir leid. Mach einfach weiter. Ash Ketchum ist es gelungen, Professor Eich sein wertvolles Pikachu zu stehlen und es mit auf seine ziellose Abenteuerreise zu nehmen. Auf seinem Weg durch die skrupellose Kanto-Region lauerten viele Gefahren und noch beklopptere Trainer als er selbst. Du meinst doch nicht mich, oder? Mit der Zeit wuchs sein Pokémon-Team und auch die Anzahl seiner Begleiter wurden... Warte mal kurz, wieso erzähle ich das? Das habt ihr doch gerade alles gesehen! Das steht so im Skript! Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf! Es kommt eh keine neue Folge mehr! Und ich werde sowieso nicht bezahlt! Also spulen wir bis zum Ende vor! Zu guter Letzt gelang es Shiki, seinen Plan in die Tat umzusetzen und die Menschheit auszulöschen. Nur ein paar Menschen haben die Revolution überlebt. Ash wurde Pikachus Sklave. Professor Eich und Ash Mutter schwommen auf dem Käsekuchen-Tsunami bis nach Alola. Die Polizei steht immer noch vor dem Haus von Ashs Mutter. Die Pipi wohnen nun in diesem Haus und ernähren sich von radioaktiven Käsekuchen. Misty hat sich wieder mal auf dem Silberberg verirrt und fand dort ein altes, rostiges Fahrrad bei einem erfrorenen Trainer mit roter Kappe. Rocko sucht verzweifelt nach dem Schwester Joycult. Team Rocket hat niemals den Weg aus dem Mondberg gefunden. Und Gary hat von all dem nichts mitbekommen und sucht immer noch nach Ash. Und ich... bin jetzt arbeitslos. Macht's gut! Mochtet ihr die Folge? Oh ja, danke fürs Fragen! Nein! Halt's Maul! Geh darüber! Falls euch die Serie gefallen hat, abonniert hier und klickt hier für andere Parodie. Darf ich jetzt zurückkommen? Fick dich!